Wir haben ihn fast. Wir haben ihn, Mann. Dank des Limits, ey. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Danke, Timo. Danke, Andi. Lasst mich und schnappt sie euch gefällig. War Spaß. Jawohl. Natzt mich der Timo hier. Dieses Mal. Greifen Sie uns gar nicht an. Hey, los. Kennt sich hier schon aus. Hast recht. Durch das Loch dort. Ja, aber kann die Kamera nicht mal anders sein? Ey. Kamera ist gerade echt grottig. Wie komme ich da hin? Oh ja, ein Halt dran. Oh. Es hat mich beschützt. Beeilung. Ah, jetzt geht's. Okay. Komm, dann gehen wir mal hoch. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben! Hey, alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Sollte gehen. Wir kommen nicht dran! Was ist das? Marie? Wo kommen wir denn hier lang? Ach, einmal rum. Oh, ist das ätzend. Dreh dich. Aber anstatt die jetzt auf mich schießen, ne? Oh, da dreht er sich mit der Kamera mit. Ja, ach so, bin schon dran. Jetzt! Okay. Warte! Ja, ja. Da drüben! Okay, sie schießt auf mich! Ja, ich bin hier, hi! Hier, hier. Komm hier! Komm hier nicht runter! Gedrückt halten. Ich kämpfe gegen Riesenmonster und ich brech mal einen ab, den Schrank da aufzustellen. Komm mit. Sie sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab.
habe sie entkommen. Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Nehmen wir mit, ne? Komm, Heiltrank. Ein Wachmacher, toll. Der mir nichts bringt im Kampf. Dort drüben. Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Sie sind... einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. So lang. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Das hätte ich einfach auflauern können, ne? Aber... ist doch nicht der Weg direkt nach vorne. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Na gut, dann laufen wir so rum. What the hell was that? Ein Dachlauf, Koala. Dieser Typ herzlich willkommen. Wie geht's dir? Der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung. Oh mein Gott. Hey, liebe Maki, herzlich willkommen. Danke für deinen Raid und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie geht's euch? Wie war der Stream? Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht wunderschön. Mich. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Kühl wie immer der Cloud, ne? Geht doch. Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Fies bist du auch. Oh, Switch Sports wolltest du machen, oder was? Oh, sagt mir gar nichts, das Spiel. Okay. Muss ich mal reinschauen. Halt, stopp, Kiste, geh weg. Okay, nehme ich. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Vorsicht!
Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein! Was war mit Hängen, ne? Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Oh, sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün ist. Hauptsache, der Spaß macht. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Okay. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Cloud ist nicht so der Redner. Langweilig. Genau. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Schwert sie über Rost, aber dann jetzt das Ding hier, ne? Gut, Maki. Wünsche eine gute Nacht, schlaf gut, erhol dich und komm morgen gut in den Dienstag, ne? Lass dich nicht ärgern. Und danke mal für deinen Rage. Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Wir sind okay. Ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Gut. Dann würde ich sagen, einmal kurz ausrüsten. Schutzweste von mir. Nehmen die Punkte, ne? Verteilen. Weil die ist auch schwach eigentlich. Magische Abwehr. Nehmen wir mal den Schaden vom Sturm. Und weiterer Slot. So, was bringt sie denn mit?